Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Ambitions hier auf meinem Kanal. Hier haben wir noch eine Reinigungsperson fürs Spirit, haben wir da noch keinen Reiniger. Einen Reiniger haben wir da. Okay. Das wäre aber, glaube ich, eine Vollzeit, ne, auch eine Teilzeitkraft, okay. Wie viel nehmen wir ein im Spirit? Economy of View 970, ne? Umsatz 1625, laufende Ausgaben 302 an Gehältern. Dann will ich auf jeden Fall gucken, dass wir nochmal weitere Mitarbeiter kriegen. Hier. Dass wir fast rund um die Uhr oder rund um die Uhr geöffnet haben können im Spirit. Ja, ansonsten sind wir gerade bei knapp 11.000 Euro, 11.000 Dollar, sorry. Und dem Spirit geht der Martini aus. Das werden wir nachbesorgen. Das werden wir nachbesorgen, eben schnell. Martini fürs Spirit. Ist, glaube ich, auch nicht so ganz so teuer. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir alles hin. Das kriegen wir doch hin. Also, was brauchen wir? Wir brauchen einen Martini. Martini. Getränkedosen haben wir eine ganze Menge. Vielleicht noch mal Whisky. Und fürs Billborn brauchen wir da noch was. Klassische preiswerte Damenbekleidung. Papiertüten haben wir noch genug. Wie sieht es mit Papiertüten im Spirit aus? Gut, Papiertüten brauchen wir nochmal. Klassische preiswerte Damenbekleidung wäre hier. Brauchen wir zweimal direkt. Dann haben wir ein bisschen Vorrat. Whisky. Und Martini. Damit sind wir voll. Damit geht's zurück. Haben wir ganz schön viel ausgegeben. Knapp 3.000 Dollar ausgegeben für Waren. Aber gut, die klassische Preise für die Damenbekleidung ist relativ teuer gewesen. Ansonsten geht's eigentlich, ja. Ansonsten geht es ja eigentlich. Okay. Dann wollen wir die Geschäfte langsam mal auffüllen. Und so langsam geht es dann ins nächste Geschäft.
So langsam geht's ins nächste Geschäft rein. Brauchen auf jeden Fall mehr Geschäfte. Vor allem, wie gesagt, vielleicht in einer besseren Gegend. Wäre natürlich optimal. Würden wir natürlich auch dementsprechend mehr Kunden haben, mehr Gewinn machen. Hallo, nicht vorbeilaufen, ne? Klassische Part für die Damenbekleidung, sehr gut. Momentan ist hier mit den Paketen noch ein bisschen durcheinander, aber auch das kriegen wir irgendwie hin. Auf Dauer. So, zum Spirit. Dann brauche ich eine Sackkarre. Füllen wir auf. Sehr gut. Ich habe aber keine Lust, die Sachen so preiswert abzugeben, ne? Ich glaube, wir heben nochmal die Preise an. Ja, vielleicht gar nicht mal so übel. Wir gucken mal eben. Wir machen folgendes. Spirit, die Inventarpreise. Wir gehen bei den Weinflaschen auf 21,50. Bei Martini gehen wir auf 21 Dollar. Beim Whisky auf 27,50. Beim Bier auf 12,50. Und bei den Getränkedosen auf 3,50. Das kriegen wir hin. Dann können wir nochmal den Umsatz steigern und den Gewinn. Auch wenn es vielleicht nicht viel zu scheinen mag. Aber das denke ich mal gar nicht mal so schlecht. Okay. $8,448. Wenn wir ein Geschäft holen wollen. Ich meine, hier ist ja relativ viel los eigentlich an sich. Kunststamm 75. Moment, oder? 15. Also Kapazität ist das, ne? Das ist die Kapazität. Ist aber trotzdem gar nicht mehr so schlecht. 37 ist sogar noch besser auch als das aktuell. Kostet aber so verdammt viel, ne? Wie viel kostet das hier oben? 9.500. Verkehrsindex. 42. $32, $40, $53. Das ist eigentlich preiswert. Das ist eigentlich relativ preiswert. 4.600. Kaution 450 für Geräte und tägliche Miete 145. Das ist eigentlich fast gar nichts, ne? Kundenkapazität sind 30, Verkehrsindex 53. Ich glaube, das machen wir, ne? 225 Quadratmeter.
Neues Unternehmen gründen, was machen wir denn hier rein? Nachtclub, Supermarkt, Elektronikladen, IT-Fischtelefon, Zahnarmen-Telefon, Zahnarzt-Smart, Zimmer-Smartwatch. Elektronikladen wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Einkorrekt in der Nachbarschaft. Machen wir einen Elektronikladen. Elektros Unternehmen gründen. Das Elektros. Gut, das heißt, wir brauchen einen Stapel Einkaufskörbe, wir brauchen Kasse. Ich glaube, das können wir jetzt erstmal rausnehmen, weil wir haben jetzt erstmal zu tun. Elektros ist vorübergehend geschlossen, das ist klar. Wir schlafen erstmal bis 8 Uhr. So, okay. Das Elektros müssen wir hin. Öffnet um 9 Uhr. Dann schlafen wir noch eine Stunde auf der Bank. Nein, da wollte ich nicht hin, ich wollte da rein. Zakaro. Schrank mit Schubladen. Einkaufskörbe. Reinigungsstation. Ich glaube, ansonsten war es das erstmal, ne? Was wir hiervon gebrauchen können, ne? Ich meine schon. So, schauen wir mal. Wie groß ist das jetzt wirklich? Wahrscheinlich größer als erwartet, ne? Die Fläche. Mal gucken. Wahrscheinlich größer als erwartet die Fläche. Er kommt Fahrt. Grüne Ampel, hopp. Das ist auf der Seite, ne? Dann stellen wir uns hier vorne hin.
Lager verwalten, einmal die Sackkarre und einmal die Sachen. Oha, ganz schön groß, ne? Na gut, egal. Schrank mit Schubladen platzieren. Platzieren wir erstmal da. Lager verwalten, Stapel Einkaufskörbe. Kommt erstmal hier hin. Die Reinigungsstation kommt hier hin. Die Registerkasse kommt dahin. Okay. Dann haben wir das schon mal erledigt, ne? Dann werden wir Kontakte anrufen. Mr. Scott's Square Appliance. Okay, das ist das. Dann brauchen wir das andere Geschäft. Genau, Backwaren, egal, Barhocker. Wir brauchen Haarshampoo für 1300. Cool. Das sind die beiden eigentlich, die wir brauchen, ne? Oder? Ich meine schon, ne? Für Elektronik brauchen wir, glaube ich, die beiden hier. Alles andere wäre schwachsinnig. Schätze ich mal. Das heißt, wir werden zweimal die Aufsteller holen. 1052. Machen wir dreimal. Machen wir dreimal. Gesamtpreis 1750 mit Liefergebühr 250 dazu. Adresse auswählen, 3rd Street, Elytros. Sonntag, 10 Uhr. Ja, Sonntag 10 Uhr bestellen. Kaufbetrag muss mindestens 2000 Dollar zahlen. Okay, dann machen wir es so. Na gut, okay. Dann machen wir es so. Auch in Ordnung. Komm, fahrt. Ich habe zu tun hier. Eigentlich nicht, aber ich habe zu tun hier. Sehr gut. Also wir kommen echt gut voran, finde ich.
Wir kommen echt sehr gut voran, finde ich. Ach, man kann nur ein Ziel festlegen, okay. Na gut. Dann schlafen wir jetzt erstmal bis 8 Uhr morgens wieder. Und dann sage ich einmal danke fürs Zuschauen. Schon mal. Folge ist vorbei. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Big Ambitions hier auf meinem Kanal. 2500 Gewinn gemacht. Wow. Und das ist nice. Das Geld können wir gut gebrauchen. Na gut, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Servus und tschüss.